herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und komme aus Bremen. Heute mal ein ganz anderes Format. Mir wurde gesagt, ich soll das doch mal so machen. Das wäre wirklich ganz gut. Also mache ich das denn mal so und lade dich heute noch mal wieder auf ein Käffchen ein. Wenn du Lust hast, mit mir diese Karte gleich zu basteln, dann schalte gleich weiter und schalte nicht weiter, sondern bleib dran. Look at how far we travel. Also ich fange jetzt mit der Grundkarte an. Die ist 14,5. In Pekanus natürlich. Mal 29. Na, wo bist du 29? Da. Ich falze jetzt bei 10. Nein, bei 10,8. So, 5, 6, 7, 8. Bei 17,8. Und bei 24,8. Da kann man eben zur Seite schon mal alles nachfalten. Karte ist schon mal fertig. Jetzt kommt das Designerpapier. Hier für hinten brauche ich einmal ein Stück 10x14. Da kannst du schauen, welches du dir so aussuchst. Ich nehme hier mal die Plexe. Mal 14. Testen, ob es passt. Passt. Dann nehme ich einmal dieses hier. Das sind auch Kleckse, nur andere Kleckse. Dann 6,3. Ist immer alles zu eng hier. 1, 2, 3. 14. Und einmal hier noch die Streifen. Die Kaffeebohnenstreifen sind das für mich. In 3,6. 5, 6. Ja, das waren mal 3,6. Muss man eben hier. Stört mich hier dahin. So, jetzt habe ich auch Platz. 3,6 mal 14. Jetzt noch ein Stückchen in Grundweiß. Das habe ich hier, glaube ich, schon. Nee, das habe ich falsch zugeschnitten, oder? Sieht gut aus. Das ist 6,3 mal 14. Und jetzt kriege ich das alles schon mal so weit in die Karte. Fange mit meinem größten an. Nehme natürlich mein Tombow. Und schon mal ist der Grund fertig. Jetzt wird das hier noch bestempelt. Da habe ich jetzt einmal du, ich, Käffchen. Fragezeichen. Ich soll mal einmal daneben stempeln. Geht nicht anders. Das mache ich hier oben hin.
kann man darunter noch seinen Text machen. Ach, brauche ich nicht zumachen. Und dann nehme ich noch einmal hier diese halbe Tasse. Die finde ich ganz witzig. Also nicht die halbe Tasse, ich werde sie zu einer halben Tasse machen. So rum. Fällt das auf dann? Nee, das ist nicht schön. Also mache ich da nur ein paar Kleckse hin. Kleckse gehen immer. Ich mache die mal eben einmal in der Schrubbox. Weil manchmal ist, wenn man die noch nie benutzt hat, dass er durch die Herstellung noch so ein bisschen leichter Film drauf ist, wodurch er die Farbe vom Stempelkissen schlechter annimmt. Kann ich den gleich mit sauber machen. So, da war glaube ich eben ein Fussel. Da. Und hier unten mache ich einfach so ein paar Kleckse. Durch den zweiten und dritten Abdruck. Immer wieder mit diesem Aufhören. So, ich höre auf. Jetzt werde ich noch mal zwei Kaffeetassen ausstanzen. Ist, dass die sich so dann angucken. Und die kommen hier unten noch hin. Vielleicht noch ein bisschen inken. Wir wollen das heute nicht übertreiben. Das ist der, wo nichts drin ist. Ich bei den. Und dann kann sie auch schon in die Karte. Ich werde jetzt nochmal zwei Tassen stempeln. Wo sind sie hin? Dafür nehme ich Schiefergrau. Diesen Rand werde ich jetzt auch hier in Schiefergrau mit einem Mischstift kolorieren. Schweres Wort. Das geht nämlich ganz gut. Und es wird auch so schön unterschiedlich, also so, dass man da so Struktur reinbekommt. Also keine Struktur, aber ja, so ein bisschen Licht und Schatten halt. Viele ihre Lieblinge dann jetzt doch noch mal schnell bestellen. So, das ist jetzt Aquarellpapier. Ich hatte das auf Grundweiß versucht, aber das wird nicht so gut. Jetzt nehme ich wieder meinen Pekanuss. Ich mache den mal ein bisschen heller. Einmal. Also ich mache noch mal eben ein, zwei. Die beiden sind auch ausgestanzt. Und diesen Trick habe ich bei der lieben Steffi von Stempelwiese gesehen. Jetzt zwar ein bisschen anders gemacht, aber ich mache das jetzt so. Wassertankpinsel. Ein bisschen die Farbe auf den Acrylblock habe ich gegeben. Also Pekanuss. Und jetzt verteile ich sozusagen so ein bisschen die Übergänge. Das geht bei Aquarellpapier ja richtig gut. Außer man muss nur darauf achten, wo man gemalt hat, hat man gemalt. Also dann kann man nicht viel zurücknehmen. Kaffee ist bereit. Jetzt lasse ich das etwas trocknen und dann wird gleich die Karte zusammengebaut. So, die Sonne krabbelt langsam hier nach vorne.
Ich habe hier jetzt noch so ein bisschen so ein Jute-Rautenband, was ich ganz toll finde, was dazu passt. Und zwar ist das das Geschenkband mit Wellenkante. Ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber das hat die Artikelnummer 161517. Und da dachte ich mir, mache ich hier mal so eine schöne Schleife. Die Tonung liegt auch schön. Kleiner. So. Es kribbelt auch noch die Nase. Könnte aber noch ein Stückchen kleiner, ne? Ups, das ist besser. So, und jetzt kommt meine Kaffeetasse so drauf. Mit meinem Kleber. Wichtig ist, dass du nicht alles Kleber drauf machst. Also muss ich jetzt mal wieder aufmachen. Da komme ich ja gar nicht daran, wo ich hin will. Also ich wollte hier oben so hin machen. Gebe nur hier so ein bisschen Kleber drauf. Weil es muss halt eine sein, wo der Henkel da ist und eine, wo der Henkel da ist. Sonst klappt das hier ja nicht mit dem Effekt. Und die mache ich mir hier so hin. So, dass dann die schön übereinander sind. Man hat so ein kleines Highlight. Jetzt wieder schön knoten. Und noch ein paar Accessoires. Was nehme ich denn heute mal? Die hellen, die dunklen. Ich nehme jetzt die hellen. Und schon ist diese Karte fertig. Also ich finde das auch ganz hübsch, diese Falttechnik. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißt, aber mir gefällt sie. Ich hoffe dir auch. Also wie gesagt, wenn du es jetzt öffnest, kannst du so auffächern. Hier kannst du deinen Text hinschreiben. Und so ist sie wieder zusammen. Ja, das war es für mich, für dich, für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein Daumen hoch freut mich immer und ein Abo umso mehr. Bis zum nächsten Video, eure Susanne Schöder. Tschüss. Look at how far we